Hoi hoi und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge Dragon's Dogma, die wir mit der Charakterauswahl, mit der Charaktererstellung beginnen wollen. Ja, wir haben in der letzten Folge das Intro bzw. Tutorial gespielt, haben Eindruck von der, von dem Setting bekommen, von der Steuerung und von den Kämpfen und haben gesehen, dass wir den Erweckten spielen, auf den alle Hoffnungen ruhen, den Drachen auszuschalten. Anscheinend setzt die Geschichte dann eine Weile später an. Der Drache wird irgendwie neu erweckt. Jedenfalls haben wir gesehen, er fällt vom Himmel, erwacht. Und wir müssen uns jetzt nun einen komplett neuen Charakter formen. Also die Figur, mit der wir am Anfang in der ersten Folge gestartet sind, haben wir anscheinend nicht mehr zur Verfügung. Wobei diese auch der Standard eingestellten relativ ähnlich kommt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Also wir müssen einen Mensch spielen. Also hier gibt es insofern, können wir anscheinend keine andere Rasse spielen, wenn es die denn gibt. Wir entscheiden uns erstmal für das männliche Geschlecht. Okay, können einen Namen wählen. Bitte einen Namen angeben. Ja, und so weiter. So. Der Let's Play-Kanal heißt Blubskugel. Aber den Charakter jetzt Blubskugel zu nennen, ich weiß nicht, ob da so die Verbindung aufkommt. Ich habe mir überlegt, ich werde ihn Dorian nennen. Okay. Zum Fortfahren. Der Spitzname wird für einen Spieler mit abweichenden Spracheinstellungen angezeigt. Okay. Das scheint also ein Name zu sein, den wir wählen können, der dann in der Sprachausgabe vielleicht auch auftaucht. Na, kann ich hier nicht durchscrollen? Navigieren. Oh, du musst wahrscheinlich. Ah, okay. Ich glaube, Dora, Dorothy, Duck. Nein, also Dorian selber gibt es nicht. Das heißt, ich habe schon Darian gesehen. Kommt dem eigentlich sehr ähnlich. Dorian, einige Spiele. Falls ihr Dragon Age Inquisition gespielt habt, dann wisst ihr auch, wo der Name herkommt. Fortfahren. Natürlich, also ich habe auch schon gesehen in dem kurzen Anspiel, was ich gestartet hatte, es gibt zigfach Optionen, wie ich meinen Charakter natürlich formen kann. Wir werden jetzt relativ pragmatisch und schnell durchgehen. Das gehört natürlich auch zum Spiel, aber ich möchte jetzt keine gesamte Folge damit verbringen, meinen Charakter zu erstellen. Daher, wir werden uns natürlich ein paar Optionen hier ansehen, genauso wie hier die Auswahl des Basiskörpers ungefähr, damit wir einen Eindruck bekommen, was hier in dem Spiel möglich ist. Okay. Ah, hier unten seht ihr natürlich Körper, Größe und Gewicht, was sich jeweils verändert. Hier seht ihr sozusagen den Charakter ohne Klamotten oder zumindest spärlich bekleidet. Und wir müssen uns jetzt im Prinzip entscheiden. Oh, anscheinend kann man auch ein Kind spielen. Zumindest sieht er so aus. Oder es ist zumindest eine kleine Figur wie der Hobbit. Und dann gibt es natürlich das extrem groß und plump. 2,11 Meter. Sehr groß. Ja. Schauen wir mal kurz durch. Die verschiedensten Basiskörper gibt es hier. Das ist eher so das Modell Zwerg mit 1,41. Also ein Zwergencharakter. Ich habe aber schon eine Basisfigur gesehen, die mir recht gut gefällt. Und zwar nehmen wir den hier. Hat jetzt auch etwas von einem Heiler. Jetzt habe ich schon sehr schnell bestätigt. Auf jeden Fall, wir sind etwas größer und relativ stämmig. Und können anscheinend die Stimme auswählen. Lasst uns mal reinhören. Okay, ich würde sagen, zu einem großen Körper passt diese Stimme nicht unbedingt, aber es gibt ja auch alles. Oh je. Das hört sich nach Heliumstimme an. Ah, und das hört sich eher nach dem Schaf aus Mr. Flags Schiefblock an, falls ihr ihn kennt. Das ist eher für die ganz, ganz Großen. Natürlich kann man auch die Stimme konträr zum Körper irgendwie an
auswählen, aber wir wollen ja eine gewisse Verbindung zu dem Charakter aufbauen. Und wenn man dann jedes Mal, wenn man die Stimme hört, etwas erschrickt oder ja, es sich ungewohnt anhört und jeweils mal sozusagen davon abgelenkt wird, dann passiert das quasi nicht. Na, das scheint die Standardstimme zu sein. Es ist mir etwas zu dunkel. Nehmen wir einfach mal Typ 5. Nee, das. Okay, es wird anscheinend hier immer heller. Wir entscheiden uns für Typ 5. Okay, mit diesem Charakter fortfahren. Dorian, Darian, der ist der Spitzname, Geschlecht männlich und so weiter und so fort. Können wir eigentlich machen. Was sind denn detaillierte Veränderungen? Wir schauen mal kurz rein. Ah, okay. Also wir können jetzt im Prinzip sagen, wir lassen den Charakter so, können ihn aber noch verfeinern. Da gibt es die vielen, vielen Optionen, die ich meinte. Und wir schauen mal ganz schnell durch. Zur Not werde ich das in einem Zeitraffer durchlaufen lassen. Aber, ich denke, ich lasse es in einem Zeitraffer durchlaufen. Also sehen wir uns und hören wir uns wieder, wenn wir den Charakter erstellt haben.
prophets have spoken, friends. The dragon's return is nigh. Join the honorable Duke's ranks and help us be rid of the foul beast. The day's come to lay down rod and reel and take up the sword. Der Drache scheint da zu sein. Ist der Dragon! Das hätten wir jetzt gar nicht gedacht. Bricht aus und die Soldaten fliehen einfach. Das ist natürlich nicht sehr ermutigend für die Bevölkerung. Und was machen wir? Ein Schwert. Natürlich sind wir heldenhaft und versuchen, den Drachen ohne Rüstung deinem Schwert entgegenzutreten. Okay. Ich soll tatsächlich. Ich soll tatsächlich mit diesem Kugelschwert diesen Drachen angehen. Nimmt der auch mal Schaden? Oh. Ich denke, ich sollte gar nicht die Chance haben. Oh. Hat es gepiekst. He's not amused. Da haben wir was falsch gemacht und ihn verärgert. Es sieht nicht gut für uns aus. Oh oh. War es das schon mit unserem Charakter? Mein Herz? Dorians Herz? Okay, ohne Herz können wir das noch sehen? Die Brust vernarbt sich. Wie eine Delikatesse gegessen. Menschenherz. Willkommen bei Dragon's Dogma. Da scheint nun das Intro, das tatsächliche Geschichtsintro gewesen zu sein. Aber wir bewegen uns noch. Ohne Herz. Und es ist direkt vernarbt. Wenn da nicht Magie am Spiel war. Im Spiel war.
eine sehr rostige Klinge. Ob sie noch viel bringt? Die Narbe lässt uns aber irgendwie eine Verbindung zu dem Drachen haben. Jetzt fängt das Spiel an. Es ist Zeit, eure Reise als Vector zu beginnen. Aber bevor ihr euer Herz vom Drachen zurückerhalten könnt, müsst ihr euch vorbereiten. Auftragsbote der Zerstörung. Auftrag gemeistert. Nehmt eine Waffe. Ja, nun, ich würde mal sagen, wir beenden die zweite Folge hier. Das war eigentlich ein ganz guter Einstieg in die Geschichte. Es ist, obwohl wir auch die Charakterwahl gemacht haben, durch das Intro doch recht viel passiert. Fassen wir zusammen. Also, wir spielen tatsächlich wieder den Erweckten, der mit seiner Narbe, mit seinem gestohlenen Herz, weil der Drache hat uns ja unser Herz gestohlen, eine Verbindung zu ihm haben und wir scheinen trotzdem zu leben. Es wird sich wahrscheinlich noch herausstellen, wie sehr abhängig wir vom Drachen sind und auf jeden Fall scheint unsere Aufgabe zu sein, den Drachen irgendwie entgegenzutreten. Newly arisen, walker of the path, take up arms. Ja, das wird... Komm zu mir. Er ruft uns. Jedenfalls beenden wir das hier an der Stelle und werden dann in der nächsten Folge damit dann starten, die Waffen zu ergreifen. Danke, dass ihr zugeschaut habt, wenn euch das interessiert und wenn euch die Geschichte interessiert, wie es weitergeht und ich euch nicht komplett genervt habe, dann lasst doch einen Daumen da, abonniert mich. Oder aber, beziehungsweise eher und, schaut beim nächsten Mal rein, wenn wir zu den Waffen greifen und die Geschichte dann wirklich aktiv angehen. Vielen Dank!